Herr Gehring, eine Frage hätte ich dann noch. Haben Sie erst die Schlafmittel genommen und dann Ihre Frau umgebracht oder umgekehrt? Ich weiß es nicht mehr. Doch, das wissen Sie. Inka ist tot. Spielt keine Rolle mehr. Herr Gehring, bitte, wie war die Reihenfolge? Ich bin ins Bett. Ich habe die Tabletten genommen und in der Nacht ist es passiert. Okay. Okay, und warum nicht sofort? Ja. Nee, ist schon in Ordnung. Aber dann könnte ich noch eigentlich heute Nachmittag um 3 abholen, oder? Tschüss. Stefanie und Ben sind bei Freunden zum Mittagessen eingeladen. Dann komm doch zu uns. Los, ist Sonntag. Der Tag, an dem Caroline mal was kocht. Wird sich bestimmt freuen, dich mal wieder zu sehen. Und die Mädels sowieso. Später holst du Ben. Ja, okay. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, er nimmt Valium und bringt sie dann um, ja? Im Leben nicht. Du hast das Geständnis gehört. Ja, weil er es vielleicht selber glaubt. Ich meine, der war benebelt, der weiß doch überhaupt nichts mehr. Ob im Rausch oder Traum. Und guck mal, die hätte sich doch gewehrt. Die war auf Crystal, das sind Amphetamine. Da lässt man sich nicht einfach so von jemandem umbringen, der auf Valium ist. Bielefeld, das war ein Geständnis. Ja, es wird aber nie zu einer Verurteilung kommen. Wahrscheinlich noch nicht mal zu einer Anklage. Wir verschwenden hier Zeit. Kommst du? Ja. Weißt du, wenn er seit Jahren Valium nimmt, dann hat er eine Resistenz ausgebildet. Fritz. Und er war wütend. Das Adrenalin verdrängt das Valium, irgend sowas. Kann es ja gewesen sein. Weißt du, es reicht doch für eine Tötung. Fritz, kommst du? Caroline wartet. Ja. Mach dir doch auch mal ein schönes Wochenende. Mhm. Genau. Kümmer dich um dein Pferdchen. Mhm. Ist gut. Ich gehe erstmal ins Kino. Was läuft denn überhaupt? Weiß ich nicht. Mal gucken. Schönen Sonntag noch. Tschüss. Ja, tschüss. Oh, ich glaube, ich hau mich erstmal aufs Ohr. Ich gehe mit den Kindern Schlittschuhlaufen. Oh, das ist doch super. Ja, die freuen sich. Schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Ja, euch auch. Tschüss.